Anderer Platz, gleicher Sänger. Im Prinzip könnte ich das auch mal entfernen hier. Das diente einzig und allein dazu, dass ich nicht vergesse, wie man Angels spielt. Gut. So viel zu Robbie Williams. Der nächste Song wurde geschrieben am Piano. Wir haben uns dann zwischenzeitlich entschieden, ihn ohne Piano zu spielen. Dann haben wir durch einen glücklichen Zufall dieses Piano bekommen und haben uns gedacht, wenn wir schon ein Piano haben, können wir den Song auch wieder so spielen, wie er ursprünglich gedacht war, mit Piano. Und dieser Song heißt Can You Hear the Sound? Ist es meins? Ja. Can you hear the sound?
Jörg Ibatsu, herzlichen Dank. Dankeschön. Danke.